Tag und willkommen zum vierten Teil meines Let's Plays von Kingdom 80 Summer of Greed, einem storybasierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es drei weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Genau, 27 Tage. Das ist schon relativ viel. Da hoffen wir doch mal, dass wir jetzt... unsere Möglichkeiten ausgeschöpft haben und hier... Oh, okay. Ich war mir sicher, dass man irgendwas mit diesem Raumschiff machen konnte. Aber offensichtlich irre ich mich und das ist nicht der Fall. Gut, dann ziehen wir uns jetzt nach links zurück. Ist auch schön, wie die Musik immer so die Stimmung des Tages jeweils einfängt. Das finde ich auch gelungen. Und gleichzeitig erinnert sie meistens ja dann noch an ein bisschen was aus den 80ern. Also entweder einen konkreten Film. Man kann das Spiel übrigens mit einer Hand spielen, weil man im Grunde ja nur einen von den... Kann man das hier sehen? Einen von den Nudeln zum Bewegen braucht und eine Taste. Also im Zweifel geht es mit einer Hand. Muss man nicht, kann man aber. Das ist vielleicht auch für Leute, die tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten haben, mit normalen Steuergeräten zu spielen. Aufgrund irgendwelcher Beeinträchtigungen. Habe ich gerade erst einen Artikel dazu redigiert. Das ist ja teilweise nicht so einfach mit normalen, mit zwei Hände gebauten Steuereinheiten für Leute, die eben die Hand nicht, zweite Hand nicht haben oder für was anderes brauchen oder nicht so einen Bewegungskreis haben. Für die dann diese Möglichkeiten irgendwie umzubauen mit einem anderen Controller oder mit einer alternativen Tastatursteuerung oder so. Das ist gar nicht so leicht und bei dem Spiel hier müsste es eigentlich so sein, dass das relativ gut geht. Also, da es eben zu wenig Knöpfe braucht, man im Zweifel auch noch die das Steuerkreuz oder die Steuerknüppel ersetzen könnte. Fühlt sich so an, als hätten wir auch auf dieser Seite kräftig irgendwie Angriffe gehabt und ein bisschen eingesteckt. Also die haben uns hier durchaus ganz schön eine reingewämst. Thank you.
Jetzt können wir natürlich durch die Tonne und so hier ein bisschen Verteidigungskraft hinzufügen, falls die das nicht aus eigener Kraft hinkriegen. Aber wir können es natürlich auch nicht ganz erledigen alleine. Oh, wie ungünstig. Jetzt haben die uns schon wieder unsere Tonne kaputt gemacht. Das war eigentlich nicht das Ziel. Uncool, sage ich. Müssen wir uns doch jetzt eine neue Tonne organisieren. Das ist doch ärgerlich. Weil der Weg ja zur neuen Tonne durchaus kein kurzer ist. Das haben sie ganz nett gemacht, dass die Bogenschützen teilweise ja von der rechten zur linken Seite wechseln. Wahrscheinlich einfach nur, damit ich von den anderen Seiten jeweils auch die Münzen kriege. Weil das ja doch ein bisschen eine Herausforderung ist, da immer hinzukommen. Und jetzt geht's aber los hier. Jetzt holen wir uns diese fröhliche Angriffstonne. Und dann muss jetzt hier aber mal was geben. Thank you.
fragt sich, wo die jetzt so schnell hin wollten. Mist. Und wieder eingebüßt. Irgendwas machen wir falsch. Oh, jetzt haben wir wieder die 30. Es ist doch mehr vor und zurück, als ich gedacht hätte. Vielleicht noch ein bisschen Münzen einsammeln. Und jetzt wird ja langsam ein bisschen peinlich. Blutmond. Also man muss schon sagen, wir haben hier wahnsinnig viele stehen. Die müssten eigentlich ganz gut in Verteidigung sein. Aber gut, wir haben hier auch schon mehr verloren jetzt in diesem einen Durchgang.
Oh, jetzt sind ja auch schon drei. Und natürlich noch mal eine Ecke schwieriger. Vier! Ach du Scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich würde sagen, wir versuchen einmal den finalen Angriff. Wir haben, glaube ich, alles, was man so braucht. Deswegen nudeln wir jetzt da rein. Sind jetzt quasi auf der anderen Seite, das heißt, überall sind diese Fabriken und wir müssen sie in eine nach dem anderen platt machen. Das geht bislang ganz gut. Genau, und da ist das Kanu, das wir eigentlich unser Ziel ist. Müssen die drei, die wir da mitgenommen haben, das Ding einfach nur zurück. Tragen und wir ihn uns auch. Entsprechend zurück.
Das ist sozusagen der Endboss in jeder Welt, ist so eine Höhle und dann sind da immer unterschiedliche Monstergrößen drin. Und man muss sagen, das ist hier tatsächlich fürs erste Level noch ganz erträglich. Das wird später noch schwieriger. Genau, das haben wir jetzt erledigt. Die Höhle ist zu. Da kommt man nicht mehr raus und nicht mehr rein. Heißt aber auch, dass hier von unserer Seite aus eigentlich keine Angriffe mehr zu erwarten sind. Und wir haben jetzt noch dieses andere Fahrrad, das wir hier frei halten können. Scheint ein Rennrad zu sein. Und dann haben wir es eigentlich. Irgendwo haben die jetzt dieses Kanu hingebracht. Da sind sie. Da gibt es ja dann ein Bootshaus für oder einen Steg oder sowas. Und damit ist dann dieses Level abgeschlossen. Wir würden dann jetzt quasi in das nächste Level kommen. Es sei denn, das ist in der schweren Fassung nochmal anders als in der normalen. Aber ich würde doch vermuten, dass das nicht verändert ist. Ich glaube, es ist auch egal, wie viele Leute wir rekrutiert haben und wie viele Münzen wir gesammelt haben. Da nehmen wir nichts von mit in die nächste Welt. Genau. Sind wir jetzt nämlich hier angekommen, können jetzt das Kanu besteigen. Und haben 31 Spieltage gebraucht, um dahin zu kommen. Ja, wir brauchen besseres. Wie wäre es mit der Schule? Dort gibt es alles, was wir brauchen, wenn wir herausfinden, was hier eigentlich los ist. Ja, gute Idee. Gehen wir doch in die Schule. Genau, die Schule ist das zweite Level. Und zweite Level war auch das, was man in der Demo spielen konnte. Und da sind wir. Genau. Da haben wir also tatsächlich ein Level geschafft. Und das in fast 3 Stunden. Da kann man schon mal sagen... Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja, Herr Beck. Und die Videos hängen immer noch. Ich weiß nicht warum. Aber gut, macht nichts. Dann würde ich an der Stelle sagen, beenden wir diese Runde und auch sozusagen dieses Spiel, für heute zumindest. Das zweite Level wird sicherlich noch anspruchsvoller als das erste sein, sollte man annehmen. Von daher, mal gucken, vielleicht machen wir demnächst nochmal eine Runde Kingdom 80s mit dem zweiten Level dann auf schwer. Von daher, die Freude. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!